Buongiorno a tutti e benvenuti a una trasmissione speciale con una personalità che vive qui ad Agno. E qui si vede l'aeroporto, si vede anche Lugano, e però parliamo di altre cose. Grüezi miteinander, herzlich willkommen zu unserer Sendung heute. Wir reden heute mit einem Fachmann in Sachen Wein, aber nicht nur. Er ist einer, der auch überzeugt ist von dem Grundsatz in vino veritas, das heisst, dort gibt es Wahrheit, dort kommt die Essenz raus von einem Menschen. Einer, der schon immer den Traum hatte, irgendwann mache ich das, ein Weinberg im Tessin. Und er hat es hergebracht. Allerdings muss man sagen, auch auf Umwegen, es war nicht immer ganz so einfach gewesen. Er sagt, ich bin überzeugt, man muss krampfen, man muss alles geben im Leben, aber das Wichtigste wird einem gleich geschenkt. Den Walter Neukomm treffen wir heute. Beide sind so richtig am Fachsimpel. Der Walter Neukomm, herzlich willkommen. Und der Uli Staus. Wir haben uns gestern schon kennengelernt, wo wir probiert haben, vor einem feinen Merlot. Muss man sagen, 90% der Rebflächen in diesem Teil des Tessin sind Merlot. Weil es keinen anderen gibt, oder was? Nein, das ist einfach auch mal festgelegt worden. So. Das ist ja eine Art ein Bordeaux, sagt man. Jawohl. Merlot ist die edle Bordeaux-Traube, heisst es im Lexikon. Und natürlich ist jeder Wein sehr abhängig von der Bodenart. Reden wir ein bisschen über die Faszination vom Weinmachen selber. Du bist ursprünglich aus dem Baugewerbe gewesen, jahrelang, bist immer noch so ein bisschen drin und vor allem auch deine Söhne. Und dann hast du auch noch nebenbei auch noch in einer Kirche hast du auch noch predigt. Also dir ist sicher nicht langweilig gewesen. Und irgendwann ist aber das doch da gewesen, so als Wunsch, als Vision, ein eigener Rebberg. Wie ist es dazu gekommen? Der Rebberg, der Gans, das ist mehr als ein Hektar, die hat einem Baumeister gehört. Und für den durfte ich arbeiten. Also Ingenieurarbeit machen. Und im Frühling 82 kam er und hat gesagt, du könntest mir einen Teil vom Rebberg abkaufen. Und ich habe nur so gesagt, ja, können verlachen. Wir haben ja vier Kinder und kein Geld. Und ja. Und dann bin ich dann an der Ostern. Habe ich nach der Predigt habe ich zu der Frau gesagt, du, wir gehen ein paar Tage weg. Die Kinder haben wir die Grossmütter verscherbelt. Und dann sind wir hier runter und wir hatten also sensationelles Wetter. Am Sonntag, als wir gekommen sind, war es so wie heute. Und vom Ende her hat es geregnet. Einfach einmal bis am Freitag. Das kann es da. Das kann es da. Und das Häuschen hat natürlich dort mal keine Heizung gehabt. Einfach eine Schmine. Und ich habe immer die Schmine angezündet und das Tüchli wieder gewärmt für die Frau, wenn sie duscht hat. Und wir sind eigentlich, also ich habe gesagt, du, nein, da kommt nicht die Frau. Also ich habe meiner Frau gar nicht gesagt, um was das geht. Erst auf dem Heimweg sage ich zu einer, du, eigentlich sind wir da, aber wir könnten den Rebberg kaufen. Und ich habe gedacht, die sagt zu mir, ja, du spinnst. Kommt doch gar nicht die Frage. Und sie sagt, du, das sind für mich die schönsten Ferien gewesen. Zwei Bedingungen, kein Telefon und kein Fernsehen. Mhm. Dann sage ich, ja, den Fernseher haben wir können nur in den See schauen. Und das Telefon war dort mal überhaupt kein Thema. Und dann bin ich dann zu ihm gegangen und habe gesagt, du, ja, meine Frau hat ja gesagt. Und so sind wir dann eigentlich dazugekommen. Und er war noch sehr grosszügig gewesen. Ich konnte arbeiten für einen grossen Teil von dem Rebberg. Jetzt sag mal, wenn du da rein stehst, es ist eigentlich dein Wein, obwohl da ganz viele Leute auch noch mithelfen. Aber es ist dein Wein, es ist dein Land, es ist dein Boden. Was für Gefühle verbindest du damit? Das kann ich eigentlich fast nicht so sagen. Ich weiß nicht, ob es mir nicht gleich wäre, wenn er an einen anderen gehört. Ich arbeite einfach gerne. Natürlich, dadurch, dass es meine ist, kann man niemand reinreden. Das ist sicher ein Vorteil.
Ich habe aber auch, weil Reben sehr viel Arbeit gegeben, habe ich auch an dieser gleichen Lage immer Leute gehabt, die geholfen haben. Der Vater hat mir sehr viel geholfen. Jetzt helfen mir meine Söhne und der Uli, mein ältester Freund, wo wir miteinander schon in der Sonntagsschule sind, hat mir sehr viel geholfen. Und das, mit ihm ist es immer sehr schön. Wir haben hier die schönsten und traurigsten Sachen erlebt. Wir haben schon im Rebberg gehockt und haben brüllt miteinander, weil ein Freund von uns, seine Frau, mit irgendwie 28 oder 32 gestorben ist an Krebs. Und ja, uns verbindet eigentlich sehr. Mhm. Uli, kommst du vielleicht auch noch dazu? Ihr kennt uns in der Jugendzeit, dass also sind in die gleiche sogenannte Jugend gegangen. Schon in die Sonntagsschule. Ja. Das wäre also noch mal eine Stufe weiter unten, altersmässig. Und Uli, ihr redet viel miteinander da im Rap. Die Rapberg-Gespräche, könnte ich mir jetzt noch vorstellen, dass es da mal ein Buch gäbe sogar. Was sind so Situationen, wo du dich noch erinnerst, wo ihr so richtig herzhaft gelacht und gefeiert habt? Es ist natürlich unsere Basis. Wir sind ja eben miteinander aufgewachsen, in die gleiche Gemeinde immer. Er als Gemeindeleiter und unser Prediger hier. Da haben wir natürlich ein Haufen Thema gehabt, auch von den Leuten, also vertiefte Gespräche, wo wir auch eigentlich, ich meinte, viel haben können lernen, auch miteinander, einfach rein durchs Austauschen. Wir haben auch über uns selber können lachen. Mhm. Da hat auch dazu gehört. Das Lustigste war die Fasanenjagd. Da oben hat es noch keine Häuser gegeben, und da war ein Fasan. Und wir zwei hatten die Idee, du, den Fasan, den könnten wir doch heute Abend bröteln, oder? Und der Fasan war aber viel schleuer als wir zwei, weil der ist immer von einem Bord zum anderen. Und dort ist er gehockt und hat gewartet, bis wir zwei hochgeschnogen sind, und dann ist wieder davon geflogen. Der und dort haben wir also nur noch gerölt. Der hat euch lieber den Tisch zu. Ja, wir hatten genau. Also anderthalb Stunden Fasanenjagd, aber kein also Fasan zum Nacht, oder? Ja. Wieso glaubst du bist ja auch theologisch geschult, wieso glaubst du, dass Jesus so viel, doch eine recht grosse Textfläche im Neuen Testament braucht, um Lebensbilder aus den Reben rauszunehmen? Weil ich ja eigentlich überzeugt bin, dass Jesus hat ja immer in Bildern geredet, erstens. Und zweitens ist die Rebe ein eigentlich sehr gutes Bild, wo man relativ viel kann brauchen davon. Man muss ja immer aufpassen, dass man die Bilder nicht vergewaltigt. Aber bei der Rebe ist es wirklich so, man kann, ich rede halt damit mit ihnen, wenn ich, vor allem wenn ich alleine bin. Es ist ja so, dass nur die einjährigen Schoss trägt Trauben. Also das da ist einer, der erst gewachsen ist, mhm, und dann Trauben dran hat. Der da, der Alt, wo zweijährig ist oder dreijährig, der trägt gar nichts, der trägt der andere. Mhm. Und das habe ich auch festgestellt in der Gemeinde, dass Ältere dann eben auch die Jungen tragen. Etwas anderes ist, dass man, wenn man sie einschläuft, da also die Tröte tut, ja, dass ich sage, du musst nicht hässig werden, du bist nachher nicht mehr so frei, aber ich tue dich einschlaufen, damit du nicht abbrichst. Weil wenn Netz nicht unten sind, dann kommen die ja so daher. Und dann windet es und dann brechen sie ab. Und so haben sie doch eine Leitlinie, so wie uns Jesus seine Leitlinie gegeben hat, wo wir uns daran halten können. Und er hat es nicht gemacht, um uns zu schikanieren, sondern damit wir nicht abbrechen. Was euch zwei zusammenbringt und eint und verbindet, das haben wir jetzt, glaube ich, wirklich rausgespürt. Und wenn wir jetzt natürlich unbedingt deine Frau dazu nehmen, damit wir die andere Seite der Medaille auch noch ein bisschen hören. Genau. Ich danke euch bis dahin. Ganz gentlemanlike, der Walter Neukomm schenkt aus seinem eigenen Wein ein. Das ist ja, was ist das eigentlich für ein Gefühl? Schönes. Schönes? Mehr nicht? Ja, manchmal ist man noch etwas stolz. Ja. Vor allem, wenn er gut ist, und der ist gut. Silvia, herzlich willkommen. Danke. Seit bald 45 Jahren sind ihr geheiratet. Ja. Und wir haben es schon vorher ein bisschen angetönt, das ist eine außergewöhnliche Liebesgeschichte mit euch. Ja. Du warst 16, er 12. Und was hat dich denn so fasziniert an ihm? Eigentlich hatte ich von Anfang an das Gefühl, er versteht mich.
Ich kann mit ihm jedes Problem besprechen. Er weiss einfach, wie ich fühle und denke. Du bist 4 Jahre älter. Also ja. In diesem Alter ist das ja viel, oder? Das war doch so ein Bübel, der keine Ahnung von der Welt hatte. Früher reif, wie verrückt. Es war schon so, dass er fürs Alter reifer war. Und ich wahrscheinlich etwas weniger reif für mein Alter. Ich bin auch sehr behütet von den Eltern aufgewachsen. Und musste gar nicht immer selber denken, sie haben sowieso alles gemacht für mich. Und ja, wir mussten ja sehr fest kämpfen für unsere Ehe, weil meine Mutter so ja dagegen war. Die hat uns alles in den Weg gelegt, oder? Aber wir haben gekämpft, ganz verbissen für unsere Ehe. Und haben dann schliesslich heiraten. Und ich bin wirklich ganz ehrlich, nicht mit Stolz, in die Ehe, ja, also mit mir rauskommen ist doch einfach. Ich bin doch eine zufriedene junge Frau und das ist doch kein Problem. Und das wird doch gut gehen in unserer Ehe. Das habe ich ganz grundehrlich gemeint. Und das ist auch relativ gut gegangen, ein paar Jahre lang. Wir haben es sehr schön zusammen. Aber wir haben auch ein 7. verflixtes Ehejahr erlebt. Als er im Büro gesessen ist und gedacht hat, nein, so habe ich mir es nicht vorgestellt. Ich bin in der Küche gestanden und habe gedacht, so kann es nicht weitergehen. Und es war häufig mein Mann, der die Initiative ergriffen hat und gesagt hat, komm mal silfeln, wir müssen reden miteinander. Und wenn das auch die Nacht um 11 Uhr war. Oder am Morgen um 3 Uhr. Ja, und da haben wir wirklich... Wir haben geredet. Wir haben immer geredet. Wir haben immer geredet über alles. Und da haben wir besonders gründlich geredet. Und haben dann herausgefunden, dass die Sachen, die wir an ihm auf die Nerven gegeben haben, die ich gemeint habe, der macht das extra, hat er selber darunter gelitten. Und umgekehrt auch. Ja, wir haben nicht mehr aneinander geglaubt, ja, dass der andere wirklich nur das Beste will. Oder? Ja. Sondern man hat dann irgendwann das Gefühl gehabt, ja, der ärgert mich extra. Was natürlich hinten und vorne nicht gestimmt hat. Aber da musst du ja zuerst einmal begreifen, hier und dann hier. Und da haben wir wirklich ein tiefes Gespräch gehabt und einander alles erzählt und wieder Frieden gemacht zusammen und einander alles vergeben und gesagt, jetzt fangen wir nochmal neu an miteinander und glauben wieder aneinander. Ist das auch ein das Geheimnis, was euch zusammengehabt hat in all diesen Jahren? Ich meine, ihr habt wirklich einiges erlebt, das hören wir jetzt gerade noch. Der Unternehmer, der Prediger und du mit Kind. Es ist immer viel gelaufen bei euch. Ja, das ist sicher so. Das ist so. Ich denke mir, eins, was ich aus lauter Gnade gut gemacht habe, ist, wir haben uns eigentlich vorgenommen, von allem Anfang her, dass wir uns pro Jahr 3-4 Tage für uns alleine gehen, egal wie viele Kinder. Das haben wir natürlich nicht geschafft. Aber so alle 3-4 Jahre haben wir es geschafft, dass wir so 3-4-5 Tage einfach alleine fort sind. Meistens haben wir nicht gewusst, woher. Das erste Mal hat sie es auf Paris verschlagen. Das war noch so eine lustige Geschichte. Ich habe es natürlich verschlampt, irgendein Hotel zu finden. Ich hatte das erste Mal in meinem Leben ein Auto mit Liegesitz. Und so 200 Meter vom Arc de Triomphe in so einer Avenue habe ich das Auto parkiert und habe zu ihr gesagt, du, wir schlafen im Auto, weißt, wir haben ja Liegesitz. Und wie es die Frauen so haben, sie sind, ihre Begeisterung war unglaublich gross gewesen. Aber nur heute Nacht und dann musst du schauen, morgen und Zeug und Geschichten. Ich bin am Morgen um 6 Uhr schon um den Arc de Triomphe getigert. Und sie habe ich dann zwischen 10 und 11 geweckt und habe gesagt, du, jetzt stand mal auf, es schauen uns alle Leute ins Auto ein. Also ich stelle mir das, ich stelle mir das heute aber noch recht schwierig vor, bei dem Verkehrsaufkommen in Paris. Es war am gleichen Ort, wo es weniger hat. Also ihr, dass ihr jetzt dort am gleichen Ort das könntet machen. Jetzt habt ihr beide auch ganz extreme Situationen erlebt, die man auch nicht so einfach so erlebt im Leben. Zum Beispiel bei dir war es wirklich so, du warst einmal so zwischen Tod und Leben. Ja, das stimmt. Also zweimal haben die Ärzte gesagt, wir wissen nicht, ob wir sie durchbringen für einen Neukomm. Was war das genau dort? Also einmal war es eine Unterleibsentzündung, die bösartig war. Und einmal war es eine Bauchspeicheldrüsenentzündung, die sehr stark war. Und sie haben gesagt, wenn ich nicht auf die Antibiotika ansprechen würde, könnten sie mir nicht mehr helfen. Weil operieren hätte man das nicht können. Jetzt ist das eine Situation, wo der, sagen Sie mal,
Führungsmann, der gerne vielleicht ein bisschen Kontrolle hat, plötzlich Kontrolle eben nicht mehr hat, sondern es hat eigentlich einen anderen. Und jetzt kommst du als Prediger ins Spiel, in dieser Situation. Und ich weiss es jetzt zufällig, die Geschichte, darum kann ich sie so anerzählen. Du hast dort mit Gott auf eine unkonventionelle Art geredet. Ja, das mache ich eigentlich häufig. Aber dort habe ich richtig gehadert mit Gott. Also das erste Mal sowieso, weil ich meine Frau nicht mehr gefunden im Spital. Die haben sie da in ein separates Zimmer, da, wo sie alleine war, um ja niemanden anzustecken. Und als ich sie dann gefunden habe, habe ich gesagt, was machst du eigentlich da? Und dann ist dann der Doktor gekommen und hat mir das erklärt. Und ja, ich bin also nicht der, der zuschauen kann, wie jemand leidet. Ich, ja. Und ich bin dann auf dem Heimweg habe ich wirklich gehadert mit Gott und habe gesagt, also, dann kannst du doch nicht unseren Glaubensheld, den wir haben, in der Familie und in der Gemeinde, jetzt sterben. Und natürlich habe ich auch ganz normal gebetet, aber auch sehr eindringlich. Und bei der Bauchspeicheldrüsenentzündung waren wir in der Notfall gewesen. Und das war wirklich mühsam gewesen. Also bis die endlich gewusst haben, was sie hat, zuerst ein Platz der Blinddarm, dann das und dann das. Und dann habe ich gesagt, würdet ihr nicht bitte endlich jemanden bringen, der ein bisschen eine Ahnung hat. Also mir stinkt es langsam. Und wir hatten ja einen Freund gehabt, einen gemeinsamen, der Bauchspeicheldrüsenentzündung hatte. Der ist drei Vierteljahre fast gestorben. Und ich wusste, was das bedeutet, als sie mir dann endlich gesagt haben, sie hat eine Bauchspeicheldrüsenentzündung. Und nach 10 Minuten habe ich zum Tochter gesagt, er soll schweigen. Ich habe genug gehört von ihm, ob es noch eine Chance gibt, dass meine Frau überlebe. Und ich muss sagen, dort hat der Heiland schon ein paar Sachen gehört, die er wahrscheinlich nicht alltag... Kannst du einen kleinen Ausschnitt vorbringen? Nein, das kann ich nicht. Aber nein, ich habe geschumpfen und gefuttert wie ein Rohrspatz. Mhm. Und er hat das Gefühl, er vertreibt das gut? Nein, er vertreibt das viel besser als mir. Mhm. Weil ihm ist das so. Er hat ja gewusst, wie es rauskommt. Wie ist es denn dir gegangen in dieser Zeit? Ist dir bewusst gewesen, wie dramatisch das war? Jawohl, ich habe das genau gewusst. Eben weil wir einen gemeinsamen Freund haben, der das Gleiche hatte. Und ich bin also im Bett gelegen, wirklich wie tot, ein Kreide weiss. Und ich hatte nicht mehr Kraft gehabt, zum Betten. Ich hatte nicht mehr Kraft gehabt, zum Wort zu formulieren. Aber eben der Freund, der selber Bauchspeicheldrüsenentzündung hatte, hat mir eine Karte gebracht vom guten Hirt. Der Herr ist mein Hirte. Und ich habe den ganzen Tag die Karte angeschaut und immer wieder gelesen und gelesen. Und in mein Herz ist eine riesige Freude und ein riesiger Frieden gekommen. Und ich habe das Innerste gewusst, ich werde nicht sterben. Jetzt in eigener Sache hast du es sehr souverän angehen, muss ich sagen. Und wie war es eigentlich, als dein Mann dann selber krank war? Also, du bist mal einiges schwerer gewesen, muss man sagen. Und das Leid hat dann irgendwann immer mehr zugenommen, auch mit dem. Das ist so, ja. Ich war ein Leben lang dick gewesen. Ich bin aber eigentlich gut fertig geworden mit dem. Was heisst das dick? Also, weißt du, beim Heiraten war ich 108 Kilo. Da hat meine Frau gefunden, ich sei schön. Und dann war ich zwischen die 130 Kilo, dann wieder 20 Kilo abgenommen, dann wieder 30 Kilo zugenommen. Und am Schluss bin ich mit den Kleidern und allem gegen die 150. Also, ich habe immer noch gefunden, ich sei schön. Und mit 58 hat es dann angefangen, ich habe einfach nicht mehr mögen. Also ich habe meine Gewichte hier nicht mehr den Rebberg aufgebracht oder fast nicht mehr. Geschnauft wie ein Sauerviech. Und dann habe ich gehört von diesem Magenbypass. Allerdings auf eine tragische Art, weil der Freund, der den machen, 4 Jahre vor mir, der ist fast gestorben. Nach dem Magenbypass, nach dieser Operation, bin ich am nächsten Tag geröntgt worden. Und ich habe am Tonfall angemerkt, von dem, der mich geröntgt hat, dass etwas nicht stimmt. Und ich habe nur gesagt, aha. Und dann sagt er, was heisst aha? Dann sage ich, ich bin nicht dicht. Dann sagt er, genau. Warum spüren Sie etwas? Dann sage ich, nein, ich spüre nichts, ich habe ja einen Haufen Medikamente. Und dann bin ich wieder ins Zimmer geführt, also gekutschelt worden mit dem Bett. Und dann in OP, weil der Professor gerade noch da war.
Und er hat tatsächlich sein Versprechen hervorragend eingehalten. Ich bin innerhalb einer halben Stunde bin ich wieder operiert worden, wieder mit den kleinen Schnittchen. Und es war natürlich wieder eine rechte Operation, aber nachher war es dicht und gut. Und von dort her war ich natürlich sehr froh. Nur ganz schnell, dass man das begreifen. Wir sind keine medizinische Fachsendung, aber trotzdem, was passiert da genau? Also im Prinzip wird der oberste Teil vom Magen wird durchgetrennt. Der grosse Teil vom Magen bleibt drin. Und dann wird dort wird der Dünndarm gehängt. Und irgendwann weiter unten wird's dann, eben gibt's so einen Bypass, wo dann die Verdauungssäfte, die vom alten Magen herkommen, drin gekleidet werden, dass du eben überhaupt kannst verdauen. Also das ist mein Verständnis. Ja. Ich bin ja auch kein Mediziner. Ja. Und dann habe ich durch das, dass ich relativ, nach meiner Meinung relativ eng operiert wurde, ich habe wirklich fast nichts mehr können essen, habe ich in einem halben Jahr 50 Kilo abgenommen. Und das ist sicher jetzt im Nachhinein von mir aus beurteilt zu schnell gewesen. Also mir hat der Neurologe gesagt, Neukomm, das ist wie wenn ein Marathonläufer in der gleichen Zeit 20 Marathon läuft. Und das war lustig, dass er gesagt hat, und dann spinnt er auch. Ja. Dann sage ich, ja, danke vielmals, jetzt weiss ich, habe ich wenigstens ärztlich bestätigt. Was hat es denn für Nebenwirkungen gehabt? Also, mein Gedächtnis ist relativ schnell ausgestiegen, was früher nie der Fall war. Dann bin ich sehr schnell müde geworden. Und wenn ich müde bin, dann weiss ich nachher am nächsten Tag nichts mehr. Also von dort her, wo ich müde bin. Das ist geblieben? Das ist geblieben. Ich frage jeden Morgen frage ich jetzt meinen Mann, bis woher er weiss noch von gestern Abend. Dann sagt er mir es und dann erzähle ich ihm den Rest. Dann weiss er immer wieder alles. Aber du wirst es weitermachen so? Weil es fast keine Alternative gibt? Ich hatte keine Alternative oder gesehen, oder ich weiß es auch nicht. Weil eben, Diäten hatte ich alle hinter mir, die irgendwie vernünftig waren. Und auf der anderen Seite musste ich einfach sagen, so lebe ich auch nicht mehr lange. Also, da hat mir auch ein Mediziner bestätigt, dir geht es wirklich nicht gut. Ich kenne dich schon ziemlich lange. Dir geht es nicht gut. Du musst jetzt etwas machen. Und das war für mich die einzige Möglichkeit. Und natürlich, also körperlich geht es mir viel besser. Das ist so. Das Essen ist manchmal mühsam und manchmal nicht. Und wie ist es denn mit dem Hungergefühl? Ich habe keins mehr. Das Hungergefühl habe ich gehört, oder ist ganz zu oberst im Magen. Und weil bei mir praktisch der ganze Magen weg ist, habe ich kein Hungergefühl mehr. Also ich esse natürlich, weil ich Freude habe und weil ich muss. Also wenn ich einen Tag lang nichts esse, habe ich zwar keinen Hunger, aber ich werde dann auch mehr müde und mag einfach überhaupt nichts mehr. Also von dort her esse ich einfach dreimal, zum Morgen, zum Mittag und zum Nacht. Machen wir immer miteinander. Da geht gut. Wie hat sich dein Selbstbild in dieser Zeit verändert? Ja. Wie gesagt, körperlich besser und psychisch geht es manchmal schwierig. Mhm. Eben, weil, wenn du natürlich auf einmal Sachen hast, die du nie hast. Also ich hatte ein Gedächtnis früher wie ein alter Elefant. Und jetzt ist nur noch ein alter Elefant, ohne Gedächtnis. Mhm. Ist das was dir am meisten Mühe macht? Da macht mir sehr Mühe, ja. Und bei dir, wie ist es? Was macht dir vielleicht am meisten Mühe? Ich habe mich schon schwer daran gewöhnen, wenig genug zu kochen, damit wir nicht immer Riesenreste haben. Am Anfang mussten wir viermal das Gleiche essen. Und einmal beim Essen eine riesen Umstellung. Er kann zwar alles essen, aber einfach so kleine Quantümli, dass ich mir manchmal vorkomme wie eine Diätköchin. Und dann eben, dass ich plötzlich einen Morgenmensch habe und nicht mehr einen Abendmensch als Mann. Ich will nicht sagen, es hat mir etwas wahnsinnig Mühe gemacht, sondern es waren riesen Umstellungen. Auch wegen dem Essen. Wir haben ein paar Seiten bekommen, was er am Anfang alles könnte essen. Und für ihn hat das einfach nicht zu getroffen.
Und ich musste dann selber lernen, was er gut essen kann und was schlecht. Und habe mir dann meine eigenen Menüzettel gemacht. Eben früher eine Diät, dass du nicht dick, immer noch mit dick wirst, oder? Ja, kein Fett, ja, nichts Süßes. Und auf einmal, also gut, Süßes ist immer noch relativ schwierig, aber wegen anderen Sachen, oder? Das gibt dann einfach eine Art Dumping. Und, aber Fett brauche ich heute, damit es runterrutscht, oder? Das hat aber doch eben einige Veränderungen bei euch gebracht. Was hat den meisten geholfen jetzt im Umgang mit diesen Veränderungen? So Sachen können passieren in einem gewissen Alter. Bei uns sind sie recht extrem und zugespitzt gewesen. Und die Beziehung hat durch alles durchgetragen. Das ist ja so, ja. Also für mich. Ja. Ich muss sagen, bei mir war eine Vorstufe gewesen. Ich habe ja künstliche Kniegelenke. Und während dieser Zeit hat mein Mann rührend für mich gesorgt, weil ich so starke Schmerzmittel brauchte, dass ich 2,5 Monate fast nur im Bett war. Ich konnte so nicht mögen. Und hatte auch viel Zeit, um über unser Leben anzustudieren. Und habe gemerkt, wie schön, dass wir es haben zusammen, wie wir einander eben alles erzählen können. Ich brauche keine Spezialfreundin, um ganz intime Sachen noch zu sagen. Ich kann ihm alles sagen. Es gibt nichts, was ich ihm nicht sagen kann. Und ich finde es sensationell, wie ihr zueinander steht und auch zeigt, irgendwie, die Sachen können zum Leben gehören. Und schlussendlich sitzt ihr jetzt da und wir trinken euren Wein und in einer wunderbaren Umgebung. Und ich habe den Eindruck, ihr seid einfach, ihr strahlt auch sehr viel Zufriedenheit und Glück aus. Trotz dieser. Wir haben jetzt hier natürlich in Kurzform. Es geht uns auch eigentlich gut. Wir haben eine super Familie, super Söhne, super. Die haben super Familie, tolle Grosskinder. Und eben, was soll ich? Ich habe die beste Frau von allen. Das ist geblieben. Das ist geblieben. Silvia und Walter Neukomm, danke vielmals für die Offenheit und auch für das Gespräch. Bitte, ist gern schön. Mehr zu dem Thema am nächsten Montagabend über Radio Live Channel. Wir verlosen, passend natürlich zu dieser herrlichen Umgebung, ein Weekend im Hotel Paladina zu Bura. Und zwar entweder 2 Übernachtungen für 2 Personen oder 1 Übernachtung für eine Familie. Und zwar in den besten Kategorien mit Halbpension, gesponsert vom Hotel Paladina. Wir haben es heute gehört im Gespräch. Auch wenn man Christ ist, wenn man einen Glauben hat an Gott, kann es recht heftig werden und kann es rechte Windstöße geben um einen herum. Im nächsten Wochenende geht es bei Alin Baumann um das Thema verfolgte Christen. Und in 2 Wochen eine Geschichte, die an Dramatik fast nicht zu überbieten ist. Da gibt es eine Frau, die sagt, meine Eltern sind entführt und ermordet worden. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.